Willkommen zu Auf Posten stehen. Und jetzt Pastor Norbert Lenk. Guten Tag, meine Damen und Herren. Und seien Sie erneut gegrüßt zu einer weiteren Folge unserer Sendung Auf Posten stehen. Für das heutige Thema möchte ich zunächst einmal mit einem Artikel beginnen, der in Report 24 am 3. April erschienen ist, und da hieß es wie folgt: Der Werteverfall der Kirche schreitet voran. Der Gottesdienst zum Karfreitag setzte sich mit den letzten Worten Jesu auseinander: mein Gott, warum hast du mich verlassen? So kündigte die ARD das bizarre Schauspiel an, das den Zuschauern am Karfreitag geboten wurde. An diesem sogenannten stillen Feiertag gilt bis heute vielfach Tanzverbot, doch davon hält man bei der evangelischen Kirche offenkundig nichts. Eingeleitet wurde der in der ARD gezeigte Gottesdienst nämlich von einer Tanzeinlage, die bedenkliche Assoziationen zu dämonischer Besessenheit aufkommen ließ. Gott verlassen dürften sich angesichts dieser Darbietung wohl auch viele Gläubige gefühlt haben. Viele User assoziierten das Schauspiel mit Exorzismen und Teufelsaustreibungen. Einige brachten die Darstellung epileptischer Anfälle ins Spiel. Kommentatoren hielten die Tänzerin laut eigenen Angaben zunächst für Außenministerin Annalena Baerbock. Was sagt das über die deutsche Politik und Medienapparate aus? Die peinliche Performance sorgte weit über die Landesgrenzen hinaus für Kopfschütteln. Auf Englisch konstatierte ein Ex-User: Die Deutschen sind buchstäblich verrückt geworden. Sie haben den Verstand verloren. Durchgeknallt. Dämonische Besessenheit ist keine Kunst, kritisierte ein anderer Nutzer. Das sieht man in der modernen Kirche offenkundig anders. Dass die Kirche sich von ihren Werten und somit auch ihren Gläubigen immer weiter entfernt, ist derweil nicht neu. Man erinnere sich nur an den Deutschen Evangelischen Kirchentag im letzten Jahr, an dem ein Pastor verkündete, dass Gott queer, also schwul, sei. Über zunehmende Kirchenaustritte muss man sich da kaum mehr wundern. Sowohl die evangelische als auch die katholische Kirche stehen heute im Dienst der Mächtigen und ihrer Agenden, nicht im Dienst der Menschen und Gemeinschaften. Für religiöse Menschen ist das blanker Verrat. Nun, dies wird sich ändern in der Zukunft. Aber die Frage bleibt gleichwohl bestehen: Sind die Deutschen verrückt geworden? Man kann diese Frage stellen im Hinblick auf eine weitere Situation, die ich hier ansprechen möchte: das Militär. Da schrieb die Deutsche Welle am 4. April: Die neue Bundeswehr soll kriegstüchtig und flexibel werden, sagte Verteidigungsminister Boris Pistorius bei der Ankündigung seiner Pläne zur Umstrukturierung der deutschen Armee. Pistorius, der laut Umfragen derzeit beliebteste Politiker Deutschlands, hatte das Datum ganz bewusst gewählt: am 25. Jahrestag der Gründung der NATO. Damals war es ein Wendepunkt in der Weltpolitik, ein neues Bündnis der westlichen Staaten gegen die Bedrohung durch sozialistisch-kommunistische Staaten im Osten. Pistorius will nun auch eine Wende für seine Bundeswehr. Niemand soll auf die Idee kommen, uns als NATO-Gebiet anzugreifen, sagte er am Donnerstag in Berlin. Der langfristige Reformplan sieht vor, die Streitkräfte weg von mühsamen Langzeiteinsätzen wie in Afghanistan, Mali, in Kosovo oder am Horn von Afrika hin zur Landesverteidigung zu bewegen. Laut Pistorius will er die Truppe kriegstüchtig machen. Die Einsätze der Bundeswehr werden künftig an einer Stelle koordiniert, dem sogenannten operativen Führungskommando, wobei bisher In- und Auslandseinsätze getrennt geleitet wurden. Pistorius will die Bundeswehr auch für eine relativ neue Front in den globalen Kriegen fit machen und plant einen neuen Truppengattungszweig, die Cyber- und Informationskriegsführung, aufzubauen. Es wird auch ein Unterstützungskommando für medizinische Versorgung und Logistik oder Angriffe mit atomaren, biologischen oder chemischen Waffen geben.
das allen Teilstreitkräften zur Verfügung stehen wird. Er sagte auch, er wolle sich und seinem Team 6 Monate Zeit geben, um die Reform umzusetzen. Viele Beobachter hatten erwartet, dass Pistorius seine Ideen für eine mögliche Wiedereinführung der Wehrpflicht vorstellen würde, doch dazu kam es am Donnerstag nicht. Doch die Bundeswehr fehlt es nach wie vor an neuen Rekruten. Pistorius prüft offenbar weiterhin Wehrpflichtmodelle und hat sich dabei die Vorgehensweise in skandinavischen Ländern angesehen. Am Donnerstag erwähnte er jedoch lediglich, dass auch Modelle für den Fall einer Wiedereinführung der Wehrpflicht geprüft worden seien. Wir haben Sie, meine Damen und Herren, seit vielen, vielen Jahren davor gewarnt, dass sich Deutschland auf einen chemischen, biologischen und atomaren Krieg vorbereitet. Aber bislang schläft die Welt noch. Wie sieht es mit der allgemeinen Stimmung aus in Deutschland im Hinblick auf die Wehrpflicht, im Hinblick auf das Militär? Nun, die Deutsche Welle schrieb am 5. April, die Deutschen spüren, dass es eine hohe globale Sicherheitsbedrohung gibt. 7 von 10 halten die Gefährdung von Frieden und Sicherheit in Europa für sehr ernst oder ernst, viel mehr als vor 5 Jahren. Und das Resultat scheint eine größere Unterstützung für die NATO und die Europäische Union zu sein. Die meisten deutschen Wähler stehen der Idee einer europäischen Verteidigungstruppe offen gegenüber. Fast 6 von 10 deutschen Bürgern befürworten derzeit die Bildung eines gemeinsamen EU-Militärs. Jeder Dritte glaubt derzeit, dass die EU-Mitgliedschaft insgesamt vorteilhaft für Deutschland ist. Zurzeit befürworten die meisten Deutschen eine Kooperation zwischen der NATO und Deutschland im deutschen Militär. Aber auch das wird sich ändern. Und so schrieb NTV am 9. April. Eine knappe Mehrheit der Deutschen, 52%, spricht sich dafür aus, die vor mehr als 10 Jahren ausgesetzte Wehrpflicht wieder einzuführen. Mehrheitlich gegen eine Wiedereinführung der Wehrpflicht sind weiterhin die unter 30-Jährigen, sowie die Anhänger der Grünen und der FDP. Die stärksten Befürworter einer Wiedereinführung der Wehrpflicht finden sich unter den Anhängern der Unionsparteien, also CDU und CSU, und jetzt interessanterweise der AfD und dem BSW, also der Linkspartei von Sarah Wagenknecht. Die Anhänger der SPD sind in dieser Frage gespalten. Nun ja, sie sind in den meisten Problemen insoweit gespalten, aber die AfD, das ist interessant, die AfD, eine Partei, die sich ja gegen eine Unterstützung der Ukraine ausgesprochen hat, die sagt, Russland würde niemals ein NATO-Land angreifen, auch die sind für eine Wiedereinführung der Wehrpflicht. Und deswegen die Frage erneut gestellt, ja, sind die Deutschen jetzt verrückt geworden? Nun, einige sagen, ja, wieso? Ich meine, andere Länder haben ja auch eine Wehrpflicht und andere Länder haben ja auch eine Militärmacht oder sind dabei, eine solche zu schaffen. Warum soll das jetzt für Deutschland anders sein? Weil Deutschland in einer anderen Kategorie ist. Und ich spreche jetzt nicht unbedingt von der Vergangenheit, ich spreche von der Zukunft. Wenn Deutschland dabei ist, mit dem Säbel zu rasseln, wenn Deutschland dabei ist, sich auf Kriege vorzubereiten, dann sieht es sehr schlimm und gefährlich aus. Wir haben eine kostenlose Broschüre veröffentlicht, Aufstieg und Fall von Deutschland und Europa. Und diese Broschüre sollten sich bestellen und aufmerksam durchlesen. Und so bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit und verbleibe Ihr Norbert Link für eine Sendung auf Posten stehen. Die Bibel zeigt uns viel über die Zukunft Deutschlands und Europas. Deutschland wird wieder zu der führenden Nation eines militärischen Machtblocks werden. Es wird sogar die USA angreifen. Und auch Großbritannien. Aber letztendlich wird Europa unter Deutschland von einem Bündnis fernöstlicher Nationen besiegt werden. Bestellen Sie diese kostenlose Broschüre, um mehr über die Zukunft Europas und ganz besonders Deutschlands in der biblischen Prophezeiung zu erfahren.
Auf Posten stehen ist eine Sendung der Kirche des ewigen Gottes. Weitere Videos sowie Broschüren und Artikel finden Sie auf unserer Webseite aufpostenstehen.de.